Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Und das bedeutet für viele von uns endlich ein paar Tage frei, die man gemütlich zu Hause verbringen kann. Vielleicht trefft ihr in der Zeit Familie und Freunde, genießt ein gutes Essen oder ihr habt endlich mal Zeit für dieses eine Spiel, das ihr euch extra für die Feiertage aufgehoben habt. Auch wir freuen uns schon auf die freie Zeit an den Feiertagen und werden diese auch zum Spielen nutzen. Ihr wollt wissen, wer aus dem GameStar-Videoteam was an den Feiertagen spielen wird? Gut, dann legen wir doch mal los mit Natascha und Jules und ihren Spielen. Also ich mache dieses Jahr zu den Weihnachtsfeiertagen das, was ich immer zu den Weihnachtsfeiertagen mache. Ich versuche, die Weltherrschaft an mich zu reißen. In Anno 1800, also dieses Mal ist es Anno 1800, so wie schon die letzten paar Jahre Anno 1800. Aber bei mir hat es so ein bisschen Tradition, dass ich zwischen den Jahren Anno spiele. Weil, und ich möchte bitte nicht korrigiert werden in den Kommentaren, ich habe mal gehört, dass man zwischen Weihnachten und Neujahr keinen Haushalt machen darf, keine Wäsche waschen und so weiter. Und als Gläubigerin glaube ich dann natürlich auch ganz fest dran, dass ich das auf keinen Fall machen darf. Und deswegen nutze ich diese besinnliche Zeit, um Anno zu spielen, weil das für mich ein Spiel ist, das kann ich nicht einfach mal so 3-4 Stunden zwischendurch abends unter der Woche spielen. Da muss ich mir Zeit nehmen. Anno ist ein Commitment. Da muss man sich hinsetzen, da muss man seine Snacks bereit haben, da muss man mehrere Getränke bereit haben, da muss der Weg zur Toilette frei sein, damit das rein, raus und wieder am Spielen ist. Und dann möchte ich nichts hören, außer sie spielen schon seit 16 Stunden, wollen sie nicht mal ihre Familie wiedersehen? Nee, möchte ich nicht. Aber vielen Dank für die Einladung dazu. Ich bleib bei Anno 1800. Ich werde Weihnachten, wie vielleicht viele andere auch, World of Warcraft spielen, aber ein bisschen anders als die meisten. Denn während die meisten ja wahrscheinlich sich in der neuen Erweiterung Dragonflight aufhalten werden und da ein bisschen Items grinden oder vielleicht schon in den Raid reinschauen, arbeite ich eher an einem Langzeitprojekt, nämlich dem Lore Master Achievement bzw. dem Meister der Lehren. Das ist ja das Achievement, wo du quasi in jeder Erweiterung alle Storylines mit allen Main-Quests abgeschlossen haben musst. Also ein Riesenprojekt. Ich habe da schon zum Beispiel den kompletten Eastern Kingdoms-Kontinent abgeschlossen und Kalimdor bin ich auch schon fast durch. Und manche Erweiterungen habe ich auch schon fertig. Also es fehlt nicht mehr viel, aber ich will unbedingt dieses Achievement haben und diesen Titel dann, damit mein Charakter sich dann auch Loremaster bzw. Meister der Lehren nennen kann. Und vielleicht schaffe ich das endlich jetzt über Weihnachten, wenn ich ein bisschen Zeit habe, in der Heimat ein bisschen alte Quests grinden, alte Stories erleben. Freue ich mich sehr drauf. Wird bestimmt ein bisschen cozy und ein bisschen cool. Unser freier Autor Martin Dietrich hat sich für die Feiertage ein Spiel von einem Hamburger Studio vorgenommen, das sich trotz des Science-Fiction-Settings mit der deutschen Geschichte beschäftigt. Und danach entführt uns Lennart in seinem Spiel zur neuesten Generation der kleinen Taschenmonster. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, das stimmt auch. Es ist aber auch häufig das Fest des Stresses, weil man von verschiedenen Punkten hin und her rennen muss. Man muss viele Familien irgendwie glücklich machen. Und ein Spiel, was mir dieses positive Gefühl von Stress auch gibt und worauf ich mich sehr freue, das in den nächsten Tagen dann auch zu spielen, ist Signalis. Das ist ein deutsches Horrorspiel und wenn man die alten Resident Evil Teile kennt, dann weiß man auch schon ungefähr, wie das Spiel funktioniert. Es orientiert sich nämlich sehr, sehr stark daran. Also das heißt, Ressourcenmanagement, Inventarmanagement spielt eine ganz, ganz große Rolle. Man erkundet hier eine Science-Fiction-Station, eine Weltraumstation auf einem unbekannten Planeten. Und man muss verschiedene Räume durchsuchen und herausfinden, was ist hier eigentlich passiert. Auch sind verschiedene Monster, die hier irgendwie die Räume durchkämmen, aber halt wie die alten Resident Evil Teile waren. Das Inventar ist begrenzt, das heißt, man kann nicht alles mitnehmen. Wenn man irgendeine neue Waffe findet, muss man sich halt entscheiden, jetzt muss ich halt die anderen Gegenstände dafür halt weglegen. In meine Itembox kann ich mir das wirklich leisten. Es gibt auch viele verschiedene kleine Rätsel im Laufe des Spiels, wo man halt auch immer wieder Items findet, wo man sich auch entscheiden muss, nehme ich das jetzt mit? Und das ist immer ein sehr interessanter Gameplay-Loop, der im wahrsten Sinne, auch im räumlichen Sinne wirklich, weil man immer verschiedene Räume, immer wieder verschiedene Durchgänge macht. Und das finde ich wirklich super umgesetzt, weil das wirklich diese situative Spannung wirklich super hinbekommt, weil man halt wirklich nicht weiß, was wird als nächstes
passieren, weil halt auch Gegner wieder aufstehen können, die man einst mal getötet hat. Und das finde ich wirklich sehr, 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 sehr spannend umgesetzt. Und vor allen Dingen dann der Story-Aspekt hat mich sehr, sehr gehuckt, weil man dann am Anfang des Spiels schon mitbekommt, okay, das ist eine deutsche Station irgendwie, aber es ist nicht die BRD, die hier eine Weltraumstation gebaut hat, sondern die DDR. Und das ist auch super in dieses Gameplay mit eingewoben, weil man lernt schon am Anfang des Spiels halt kennen, dass es eine Regel der Sechs gibt in dieser Gesellschaft. Und das heißt, man darf nur 6 Gegenstände mit sich nehmen. Und so ist halt super Gameplay und Story schon miteinander verwoben. Und man findet verschiedene kleine Dokumente, wo auch nochmal die DDR irgendwie erwähnt wird, dass es eine VEB gibt, also ein volkseigener Betrieb, die diese Station gebaut hat. Und das ist wirklich super umgesetzt. Und ich freue mich schon, hier weiterzuspielen, weil ich habe bisher erst so 3-4 Stunden gespielt. Und da irgendwie auch zu lüften, was hier das Geheimnis dieser Weltraumstation ist, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, wenn ihr mich fragt, was mein Weihnachtsspiel dieses Jahr wird, dann wollte ich euch eigentlich erst erzählen von den ganzen tollen Spielen, die ich mir im Steam Herbstsale mitgenommen habe. Ich habe endlich angefangen, mit einem Kumpel Divinity Original Sin 2 anzugehen. Ich habe mir den König der Immersive Sims mitgenommen und wollte endlich mal das erste Deus Ex anfangen. Habe auch eine Stunde schon drin versenkt. Ich habe mir jede Menge Story-Spiele mitgenommen, von Oxenfree über Gone Home, was ich endlich mal anfangen wollte. Ich habe sogar Journey auf dem Tisch liegen und hoffe, dass man da heutzutage noch Leute für den Online-Part des Spiels findet. Aber ehrlich gesagt, eigentlich ist ja die Weihnachtszeit perfekt, um sich mal wieder in so einen schönen 30-Stunden-Rollenspielklopper oder noch länger drin rein zu versenken. Und deswegen wird mein Weihnachtsdomizil die Paldea-Region, die neue Region von Pokémon Karmesin und Purpur. Meine Version ist die Karmesin-Version. Und ich weiß, wahrscheinlich sind die Kommentare jetzt schon wieder voll mit negativen Kommentaren und dem Frust darüber, was das für eine Frechheit ist, dass Nintendo das in diesem Zustand rausgebracht hat. Und ich weiß, ihr habt recht. Ich habe auch das Kantenflimmern gesehen. Ich habe die 5-Frame-Mitschüler neben mir gesehen, die da über den Bildschirm zuckeln und so weiter und so fort. Von schlimmeren Bugs bin ich in meinen ersten 5 Stunden tatsächlich verschont worden. Aber eigentlich ist es mir egal, weil die Pokémon-Spiele waren schon in meiner Kindheit die Titel, in denen ich voll und ganz versunken bin, die ich über Wochen und Monate gespielt habe. Und wenn ich doch mal Pokémon-Meister werde, dann diesen Winter wahrscheinlich. Und die sonnige Paldea-Region ist doch eigentlich auch hier mit ihrem Spanien-Setting das perfekte Kontrastprogramm fürs klirrend kalte Deutschland, oder? Deswegen, wenn es draußen, ja, nicht schneit, in Deutschland schneit es ja nie, aber zu kalt ist, um rauszugehen, sitze ich warm auf meinem Sofa und fange ein Pikachu nach dem anderen. Oder was es noch so an neuen Pokémon gibt. Bisher fand ich das Beste diesen kleinen Hefepilz Hefel. Ha, deswegen mein Weihnachtsspiel, Pokémon Karmesin. Von der bunten und fröhlichen Paldea-Region geht es nun in die grimmig dunkle Welt des Warhammer 40k-Universums, in das sich die ansonsten bunte und fröhliche AK wagen wird. Aber keine Sorge, danach wird es bei unserem freien Autor Remy wieder etwas bunter und trachiger. Ich spiele dieses Jahr an Weihnachten Warhammer 40k Rogue Trader. Das klingt jetzt weder nach was, was man mit seiner Familie spielen kann, noch nach was, was besonders weihnachtlich ist. Aber ich sehe das so, es ist ja ein Rollenspiel und in dem ist man Freihändler und muss sein Handelsimperium erweitern, vielleicht rausfinden, was dafür gesorgt hat, dass man das Rogue Trader Schiff von dem Vorgänger übernommen hat, denn da gab es einen unangenehmen Zwischenfall direkt am Anfang, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Aber man fährt von Planet zu Planet, findet da Ressourcen, findet da Quests, findet da neue Leute und es ist ja quasi wie der Weihnachtsmann. Also man bringt keine Geschenke, sondern Tod. Aber ich kriege sehr viele Geschenke hinterher, wenn ich gewonnen habe. Und das macht mich einfach glücklich. Und der Grund, warum ich das dann spiele, ist die Alpha, die auch für Vorbesteller im Moment verfügbar ist. Vielleicht gibt es bis dahin schon die Vollversion, das kann ich gerade noch nicht sagen. Aber das Gute ist, ich habe halt jetzt endlich Zeit. Und weil Rogue Trader wirklich eins von diesen Spielen ist, die haben sich wirklich Zeit genommen. Da sind sehr viele Möglichkeiten drin. Und auch wenn ich jetzt gerade einen bestimmten Weg spiele, der normalerweise freundlich und fair ist und ein bisschen asozial, werde ich wahrscheinlich noch den richtig fiesen Dienerin des Imperators, kniet nieder, ihr Pöbel, Weg fahren. Und der braucht einfach noch ein bisschen Zeit und die habe ich Weihnachten.
Also ich spiele dieses Weihnachten WoW Dragonflight, denn das ist seit langem wieder ein Add-on, was mir super viel Spaß macht. Denn die letzten Add-ons waren ja auch eher durchwachsen, kamen auch nicht gut bei der Community an und so ging es mir auch. Aber Dragonflight, da stimmt wirklich alles. Das Questdesign, die Mechaniken, keine elendigen Grind-Mechaniken, die dich zwingen, die ganze Zeit spielen zu müssen, sondern du hast freie Wahl, du kannst machen, was du willst und alles bringt dich auch irgendwie weiter. Natürlich bis zu einem gewissen Maß, aber auch Casual-Spieler kommen noch hinterher und das ist super schön, weil sehr viele Freunde von mir angefangen haben, auch jetzt wieder zu WoW zurückzukehren und da sind natürlich auch viele bei, die müssen natürlich auch arbeiten und da ist es dann schön, dass die immer noch mithalten können. Wir können immer noch zusammenspielen. Da ist dann keine große Gap zwischen dem Gear-Level. Und das ist super schön. Denn über die Feiertage wollen wir nämlich auch zusammen, ohne random Spieler, weil wir genug sind, raiden gehen. Und natürlich auch sehr viel Mythisch Plus machen. Und das macht einfach super viel Spaß, wenn man dann mit seinen ganzen Freunden wirklich da reingehen kann. Man hat Spaß, man verzweifelt an Bossen, aber man ist mit seinen Freunden da zusammen. Und das bringt ja auch sehr viele Erinnerungen früher an Weihnachten zurück. Auch wenn man die Freunde nicht vor sich stehen hat, hat man sie dann noch trotzdem in Discord und kann darüber mit denen schnacken. Und das ist ja auch für mich ein sehr weihnachtliches Feeling, auf jeden Fall. Es soll ja Leute geben, die fahren an den Feiertagen quer durch die Republik, um die Familie zu besuchen. Wenn ihr dann auch nur eure Switch mitnehmen könnt, hat der gute Fritz vielleicht die passende Empfehlung für euch. Bleibt ihr jedoch zu Hause und habt euren Rechner vor euch, dann ist eher das Spiel von GameStar-Gründungsmitglied Martin Deppe etwas für euch. Ich verbringe mit meiner Familie Weihnachten bei meinen Eltern und dementsprechend habe ich da keinen leistungsstarken PC oder irgendwie eine tolle Konsole. Also eine tolle Konsole schon, aber keine leistungsstarke Konsole. Ich nehme nämlich die Nintendo Switch mit und habe mir für die Feiertage Chained Echoes als Spiel rausgesucht. Das ist eine JRPG-Hommage von einem deutschen Entwickler gemacht, gerade erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden für PC-Konsolen und eben auch für die Switch und ideal für die Switch, denn es ist so ein bisschen ein Spiel im Stil von Super NES JRPGs wie Chrono Trigger oder die früheren Final Fantasy Spiele. Und das ist eine Generation von Spielen, mit denen ich nicht wirklich aufgewachsen bin, weil mir meine Eltern kein Super Nintendo gekauft hatten als Kind oder ich grundsätzlich irgendwie nicht groß Konsolen haben durfte. Und ich kenne diese ganzen Spiele größtenteils nur von ihren Legenden. Bin aber nie ganz dazu gekommen, sie nachzuholen und fand aber diese Optik, diesen 16-Bit-Pixel-Look immer sehr faszinierend. Und dieses neue Spiel, Chained Echoes, greift diesen Look auf, sehr, sehr charmant, sehr toll animiert, aber es ist auch ein relativ bequem zu spielendes Spiel, ohne viel Grind. Stattdessen laufen die Kämpfe, die zwar rundenbasiert sind, aber sehr, sehr schnell ablaufen. Auch der Übergang von der Erkundung der Welt in die Kämpfe ist sehr flott. Also da wird man keine Zufallsbegegnungen haben, sondern man sieht, wo die Gegner kommen und es gibt auch keine große Unterbrechung, sondern es geht sofort in den Kampf. Und auch das Kampfsystem hat ein paar interessante Aspekte drin. Man muss zum Beispiel, ja, wie beschreibt man das? Man muss dafür sorgen, dass die eigene Gruppe sich am Anfang des Kampfes erstmal so aufwärmt und das sieht man an so einem Balken oben links in der Ecke und dann muss man wiederum darauf achten, dass man je nachdem, welche Fähigkeit man ansetzt, die Truppe nicht überlastet, also dass sie nicht quasi ausgepowert ist und das ist immer so ein kleiner Balanceakt, aber es ist trotzdem relativ schnell reinzukommen. Die Story dreht sich um einen Königreich oder mehrere Königreiche, die gerade in einem sehr, sehr volatilen Friedenszustand sind, aber der nächste Krieg klopft schon an die Tür und das will man natürlich hier mit seiner Heldentruppe verhindern. Ja, und ich hoffe, dass das ein sehr, sehr tolles Spiel wird. Die Reviews bislang lassen das vermuten. Ich habe es bislang aber auch nur eine Stunde spielen können, denn Zeit, ne? Aber über Weihnachten auf der Couch, auf der Switch, Chained Echoes. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz, ganz tolles Erlebnis wird. Also, ich werde auf jeden Fall Anno 1800 spielen und zwar von Grund auf. Denn ich verfolge das Spiel ja schon beruflich seitdem es erschienen ist und habe für die ganzen Sonderhefte und Guides immer alles Mögliche gebaut und hochgezogen, aber halt möglichst effizient, um Sachen schnell freizuschalten. Und deswegen habe ich jetzt das Problem, dass meine 4 Jahre alte Inselwelt aussieht wie eine Mischung aus Kalkutta und Bitterfeld.
liebe Bitterfelder, bitte nicht böse sein, aber ihr lebt nun mal in einem Industriegebiet, ist so. Und deswegen ist es bei mir teilweise echt Kraut und Rüben. Und zum Schönbauen bin ich auch nicht gekommen. Und das hole ich jetzt alles nach. Und mit 12 großen Erweiterungen habe ich da erstmal genug mit zu tun. Ich werde jetzt über Weihnachten mich wahrscheinlich überwiegend in der Karibik, also in der neuen Welt, aufhalten, weil die jetzt ja nochmal abgedatet worden ist. Und es gibt Luftschiffe, die ich sowieso mag. Und da will ich halt überwiegend darin spielen, um mich auch mal aufzuwärmen. Und gleichzeitig bin ich echt gespannt, was die jetzt nach Anno 1800 machen. Denn, das ist ja bekannt, Anno 1800 ist rum. Nächstes Jahr kommen noch so kosmetische Gedönsdinger dazu. Aber die arbeiten an einem neuen Spiel und da bin ich echt mal aufgeregt, im wahrsten Sinne des Wortes, was da auf uns zukommt. Ich habe vor einem Jahr ungefähr mal für Gamestar.de geschrieben, was ich mir so vorstellen kann, was möglich ist für einen Nachfolger. Das geht wirklich von der Römerzeit zurück in die Steinzeit bis hin in die 1920er Jahre oder in die richtig ferne Zukunft. Und bin jetzt echt mal interessiert, was die jetzt sich vorknüpfen. Und es wird verdammt schwer, Anno 1800 noch zu toppen. Ihr könnt gar nicht genug von Strategiespielen bekommen? Dann werdet ihr euch bestimmt mit unserem freien Autor Rainer Hauser und seinem Feiertagsspiel gut verstehen. Und irgendwo hatte sich auch noch Hannes aus der Videoproduktion versteckt. Ich freue mich über Weihnachten endlich Victoria 3 ausgiebig spielen zu können, denn ich habe das ja selbst getestet, aber hatte dann in der direkten Folge dann doch nicht ganz so viel Zeit dafür, dass ich wirklich alle Nationen so spiele, wie ich will. Weil gerade als Tester muss man ja auch bestimmte Sachen ausprobieren und so und kann nicht immer seine Vorlieben ausleben. Und wie viele wissen, bin ich ein total großer Fan von Global Strategie und da ist jetzt einfach dann die Weihnachtszeit perfekt, um viele, viele Stunden da in dieses Spiel rein zu versenken, das ja auch hochkomplex ist. Und ich bin vor allem ein großer Fan auch von Europa Universalis 4, das ich bis jetzt schon tausende Stunden gespielt habe. Und da habe ich mit meinen Freunden auch eine Multiplayer-Runde. Jeden Sonntag spielen wir da immer. Und da planen wir jetzt natürlich auch für Victoria 3 eine Runde. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir dann über Weihnachten meine zwei Lieblingssachen zusammenbringen können, nämlich mit meinen Freunden zu spielen und Victoria 3. Das wird super. Ich hoffe, dass ich brav genug war und das Christkind mir Pokémon Purpur vorbeibringt. Das ist ja jetzt seit längerer Zeit wieder eins der Pokémon-Hauptreihenspiele, die ich mir nicht vorbestellt habe. Ich glaube, das letzte war Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2. Die habe ich dann aber auch nachgeholt, weil die sind auch wirklich gut. Da habe ich am Anfang direkt was verpasst. Und das Gleiche muss ich jetzt dann auch mit Pokémon Purpur eben noch nachholen. Ich meine, inzwischen sind schon ein paar Tests raus, sind ein bisschen durchwachsen. GamePro hat da eine 75 gegeben, aber eigentlich, was kann man bei einem Pokémon-Spiel groß falsch machen, ne? Kämpfe müssen stimmen und ein paar Pokémon sammeln. Deswegen bin ich jetzt schon gespannt, wie mir das so alles gefällt. Die letzten Spiele haben mich nicht ganz so angemacht. Arceus habe ich mir gar nicht geholt. Und auch schon in Schwert und Schild ging es ja eher so, du kannst wirklich alle Pokémon eigentlich direkt fangen im Spiel und das Züchten ist einfacher und Shinies sammeln auch. Und das ist gar nicht meins. Ich will eigentlich mit mir auf meiner Reise meine Pokémon fangen und mit denen einfach der Allerbeste sein. Pokéliga platt machen und dann kommt hoffentlich danach noch irgendeine schöne Story, ein bisschen Endgame-Content. Klassiker sind da, die mich geprägt haben, sind dann natürlich die Silber und Gold und die Remakes oder Blattgrün, Feuerrot mit den Islands und natürlich die vierte Edition mit Diamant und Perl. Und ja, jetzt haben wir ja in Purpur quasi so drei Storywege, also einmal die klassischen Arena-Leiterkämpfe und dann noch zwei weitere. Und bin ich gespannt, wie mich das unterhält. Ich werde natürlich eigentlich erstmal die Arenen durchrushen und vielleicht nebenbei so ein bisschen die anderen Nebenquests machen und dann schauen, wie mich das unterhält. Und darauf bin ich sehr gespannt und da werde ich meine ganze freie Zeit zwischen den Feiertagen reinstecken. Puh, das waren 10 meiner Kollegen mit ihren persönlichen Spielen für die Feiertage. Ihr merkt, deshalb kamen auch ein paar Spiele doppelt vor, aber das ist halt alles von Herzen gekommen, deswegen haben wir da keine Vorgaben gemacht. In meinem Skript steht es noch, dass ich euch noch verraten soll, was ich über die Feiertage spielen werde und danach soll ich abmoderieren. Oh,
Ja, ich könnte es so tun, als ob das überraschend kam, aber es kam gar nicht so überraschend. Ja, Weihnachten ist für mich immer so eine Zeit, entweder heißt das viel rumkurven und zur Familie gehen und irgendwas Stressiges machen, weil Familienfeiern finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich mir zwei Spiele rausgesucht. Zum einen habe ich mir Potion Craft rausgesucht. Das ist ein kleines oder sagen wir mal mittelgroßes Indie-Spiel, bei dem es darum geht, Zaubertränke zu brauen. Und das ist ein wirkliches entspannendes Erlebnis. Das kann ich echt empfehlen, wenn man auch mal Stress hatte. Was man darin macht, ist tatsächlich, man hat ein kleines Alchemielabor übernommen, nimmt einen Mörsel, hat einen Kochtopf, wo die Flamme drunter steht, kann umrühren und dann erkundet man einfach anhand der Rezepte, die man sich selber erforscht und die Wirkung, die die Zutaten haben, die Welt der alchemistischen Zaubertränke. Dann kommen Leute rein, wollen vielleicht mal einen Stärkungstrank oder welche sagen, oh, mir ist immer so kalt. Ja, dann geben wir dem einen kleinen Feuertrank, damit das schön warm wird. Oder wenn einer sagt, ich komme hier nicht über dieses unwegsame Gebiet hinüber, ja, dann kriegt er einen Geschicklichkeitstrank. Und das ist einerseits die Wirtschaftssimulation, die so ein bisschen mit drin ist, die ist aber eher zu vernachlässigen, die ist eher so, naja, damit man halt einen Antrieb hat, neue Tränke zu erforschen. Und das ist tatsächlich die Stärke von dem Spiel, dieses sich ausprobieren mit den Zutaten. Weil man sitzt wirklich da, hat einen Mörser, also diesen kleinen Steinknüppel und diese Schale und zerkleinert die Zutaten. Und das klingt einfach so angenehm, wenn man das gerade über so ein Headset und so spielt. Das ist richtig entspannt und angenehm, kann ich nur empfehlen, wenn ihr stressige Tage an Weihnachten hattet und wollt ein bisschen runterkommen, dann macht das. Das ist sehr, sehr entspannt. Habe ich schon eine Stunde reingesteckt. Ist meine Empfehlung. Und dann habe ich mir noch ein zweites Spiel zurückgelegt für die Weihnachtsfeiertage, nämlich Death Stranding. Der Titel von Hideo Kojima, also der erste Titel von seinem eigens gegründeten Studio dafür. Das habe ich so lange auf meiner To-Do-Liste stehen. Und immer wieder höre ich auch Kollege Michael Obermeier, wie er immer wieder sagt, ach, Death Stranding, so toll, das muss man unbedingt spielen. Und ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es die ganze Zeit vorgehabt. Und jetzt habe ich einfach Nägel mit Köpfen gemacht, habe es mir bei Steam geholt und schon mal auf dem Steam Deck installiert. Und wenn das wirklich ein entspanntes Weihnachten dieses Jahr mal wird, dann spiele ich Death Stranding und erkunde mal die Welt und auch diese, vor allen Dingen die Handlung von dem Ding. Also die Hideo Kojima-Spiele sind ja immer für ihre Handlung so bekannt. Und da bin ich mal gespannt, was auf mich zukommt, weil ich habe mich fast noch nicht gespoilert zu dem Spiel. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Naja. Für euch, ich hoffe, ihr hattet jetzt Inspirationen ziehen können aus diesem Video, in dem meine Kollegen und ich euch vorgestellt haben, was wir an den Feiertagen spielen werden. Mir persönlich bleibt noch zu sagen, wenn da jetzt keine Inspiration dabei war, dann teilt doch einfach euer Weihnachtsspiel in den Kommentaren und teilt eure Vorfreude oder Freude über ein Spiel mit anderen, denn ihr wisst ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, ihr habt schöne Feiertage, könnt die Füße mal hochlegen, entspannen und habt eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!